Begeben Sie sich mal gedanklich zurück in Ihren letzten Urlaub. Also, Sie haben so 3, 4 Tage mit dem Partner, mit der Familie verbracht und irgendwann kommt ja der Punkt, da sehnt man sich auch nach anderen Gesprächen, nach anderen sozialen Kontakten. Stellen Sie sich mal die Frage, wen würden Sie eher ansprechen? Menschen, wo Sie das Gefühl haben, die haben ein ähnliches Familienkonstrukt, einen ähnlichen Lebensentwurf, oder würden Sie Menschen ansprechen, wo Sie sagen, die sind vollkommen gegensätzlich zu Ihnen? Den meisten Menschen geht es jedenfalls so, dass sie sagen, Gemeinsamkeiten ziehen sie an. Deswegen bauen sie auch zu diesen Menschen eher Vertrauen und eher Sympathie auf. Und genau so etwas lässt sich auch durch Körpersprache fördern. Es gibt aus dem NLP gibt es eine Technik, die nennt sich Pacing oder Spiegeln. Indem sie bewusst die Körpersprache ihres Gegenübers spiegeln, können sie schneller und besser Sympathie und Vertrauen aufbauen. Das ist aber auch ziemlich schwierig. Mir ist mal was aufgefallen. Ich war bei einem Banktermin und der Bankberater, der kannte diese Technik, also diese Spiegeltechnik. Er wollte sehr schnell Vertrauen zu mir aufbauen. Der hat es aber nicht sonderlich gut gemacht, denn er hat unmittelbar gespiegelt. Also, wenn ich nach links gerutscht bin, dann ist er auch nach links gerutscht, habe ich mir an die Nase gegriffen, da hat er sich auch an die Nase gegriffen. Das war sehr, sehr auffällig. Deswegen 3 goldene Regeln, die Sie beachten müssen. Die allererste und die wichtigste ist, dass Sie zeitlich verzögert spiegeln. Also sprich 20 bis 30 Sekunden versetzt. Das erzielt genau die gleiche Wirkung, als würden Sie unmittelbar spiegeln. Das zweite ist, dass Sie in einer Minute maximal eine Geste spiegeln. Also in ungefähr die gleiche Körperhaltung einnehmen oder einfach mal eine Geste nachahmen. Aber wie gesagt, zeitlich versetzt. Und das dritte und wichtige ist, in 5 Minuten Gesprächszeit maximal 3-mal. So klappt es auch damit, dass man schneller Sympathie zum Gegenüber aufnehmen kann.